Hättet ihr lieber eine Week League oder würdet ihr eine Week League feiern oder meint ihr, Weekend League ist ein tolles Konzept und Squad Battles reichen? Das, keine Ahnung, ich persönlich finde die Weekend League Schwachsinn. Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Going for Go. Wir sind heute am Start mit der 15. Episode meines Ultimate Team Projekts und wir machen heute mal was ganz, ganz anderes. Und zwar ist nicht nur das Intro an, das wir bereits gesehen habt, sondern wir machen heute ein neues Team oder wir erstellen ein neues Team. Warum, werde ich euch gleich erklären. Zunächst einmal, wenn euch das Video gefällt, lasst mir bitte, bitte einen Daumen nach oben da. Ich würde mich darüber tierisch freuen. Es sind somit die letzten Videos, die auf diese Art und Weise erstmal kommen. Dazu Videobeschreibung auschecken. IG Vault 6% Rabatt auf eure Coins, FIFA Points, PSN und Microsoft Guter mit dem Code MaxGamingTV. Gerade für Pack Opening sehr, sehr nice. Ihr seht hier, ich bin wieder bei Foot, bei Squad Battles dabei. Foot Champions, gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Und wenn ihr halt nicht unbedingt die Zeit dafür habt, was ich durchaus verstehen kann, auch dazu komme ich in diesem Video, dann lasst einfach mal einen Daumen nach oben da, checkt die Links in der Beschreibung und kauft euch FIFA Points oder Coins, wenn ihr irgendwelche diese Spieler hier unten beispielsweise haben wollt, einen Eriksen, einen Mané, einen Lukaku oder halt eben Packs öffnen möchtet. So, dazu natürlich meine Social Media Links, Instagram, Twitter. Checkt auf jeden Fall Instagram aus, würde ich mich sehr darüber freuen. Auch das Ganze hier, diese ganze Werbung und so. Wartet einfach mal auf Dezember. Ich weiß, es ist nicht mehr lange hin und ihr denkt euch vielleicht, Max, was? Glaubt mir, es wird sich lohnen. Wir haben dieses Team momentan, oder ich habe dieses Team momentan, und ich muss was zu Foot Champions sagen. Ich finde diesen Modus mittlerweile nur noch lächerlich. Das liegt zum einen daran, dass ich den ganzen Modus Weekend League total schwachsinnig finde. Ich meine, welcher normale Spieler hat ein ganzes Wochenende oder jedes Wochenende immer Zeit? Ich fände es viel sinnvoller, eine Week League zu machen. Weil 40 Spieler ein Wochenende. Ich meine, ich war jetzt das ganze Wochenende zu Hause. Ich hatte trotzdem die Zeit bisher. Ja, es kommt mal was dazwischen. Oder man ist mal ein Wochenende halt nicht dort, macht halt mehr das irgendwen. Warum eine Weekend League? Das verstehe ich nicht. 40 Spiele in 3 Tagen. Also, da musst du ja quasi nur süchtig sein nach dem Spiel. Verstehe ich nicht. Ja, Week League wäre in meinen Augen viel sinnvoller, wenn du es von Montag bis Freitag machen würdest und dann am nächsten Montag aber auch schon die Rewards hättest. Von mir aus könnten die Rewards auch am Donnerstag weiter ausgeschüttet bleiben. Und qualifizieren kannst du dich am Wochenende oder halt unter der Woche für die nächste Woche. Das ergäbe Sinn. Ja, ich meine, für diejenigen, die nicht dauerhaft spielen können, haben sie ja quasi Squad Battles gemacht, aber die Preise sind im Vergleich zu den anderen Belohnungen in der Weekend League so low und auch die Belohnungen von der Liga sind so low, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil die Liga eigentlich genauso schwer ist, wenn du in Liga 1 bist oder sowas. Keine Ahnung. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Ich mache mir auch mal eine Infokarte hin. Ihr wisst, dass das eine 20 zu 80% Chance ist, dass es klappt. Aber ich mach's mal. Oder ich versuche mal, es zu machen. Hättet ihr lieber eine Week League oder würdet ihr eine Week League feiern? Oder meint ihr, Weekend League ist ein tolles Konzept? Und Squad Battles reichen? Keine Ahnung, ich persönlich finde die Weekend League Schwachsinn. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil, denn die Weekend League ist momentumlastig bis zum Gehtnichtmehr. Ich bin, muss ich sagen, mit diesem Team echt zufrieden. Einige von euch werden sagen, Max, wie kannst du auch erwarten, irgendwas zu reißen, wenn du Alphonse Areola im Tor hast? Areola hält für mich 10-mal besser als Kevin Trapp, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nicht umsonst mit dem 71 Spiele gemacht, denn normalerweise hätte ich ihn sonst ausgetauscht und irgendwie ein anderes Innenverteidiger und Torwartpärchen eingepackt. David Luiz und Courtois oder so. Die Coins habe ich. Und auch Fernando und Giuliano, auch das könnte man theoretisch ersetzen. Ich könnte da irgendwie Casemiro und Paulinho hinstellen, hier irgendeinen anderen Brasilianer. Jahren und einen Linksverteidiger eben. Aber mal abgesehen davon, dass die Außenverteidiger mega krass sind, Giuliano ist nicht schlecht, ja, wirklich nicht schlecht. Fernando ist ziemlich, ziemlich stark, macht halt keine Tore, ist aber auch nicht seine Aufgabe, er steht hinten drin und Paulinho ist einfach eine Maschine. Also ich meine, klar, es sind 127 Spiele, ihr müsst bedenken, das ist immer Liga und Weekend League. Das heißt, das ist nicht so unbedingt häufig, dass man da halt wirklich mal alles gewinnt. Es gibt mal ein Disconnect, es gibt mal ein Spiel, wo du rausgehst, weil es einfach keinen Sinn macht. Oder du rote Karte bekommst, die ungerechtfertigt ist und du willst ja weiterspielen mit dem Team. So mache ich das ab und zu mal, wenn ich irgendwie 0-3 hinten liege. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Auch Jesus und Martial. Ich weiß, Martial hat keine volle Chemie und normalerweise würde ich diesen Team nie spielen. Aber der ist halt einfach so eine Maschine. Genauso wie Jesus und genauso wie Ibrahimovic, den ich immer noch unglaublich feiere. Mittlerweile nicht mehr Tore als Spieler, aber trotzdem eine Maschine. Zumal die drei von denen, kann ich nicht sagen, welcher mein Lieblingsspieler ist. Die sind einfach bombastisch. Auch Thiago Silva mittlerweile mit ein paar Toren. Miranda ist auch nicht schlecht, also sehr, sehr stark. Cancelo, der ist so ein Monster. Der ist so unterschätzt. Also wenn ihr noch nicht gespielt habt, probiert ihr mal aus. 30 Torbeteiligungen in 84 Spielen. Gerade in diesem Team ist halt so, ich habe keine Außenbahnspieler. Das heißt, die Links- und Rechtsverteidiger sind extrem eingebunden. Und dementsprechend, feiert das halt eben auch, dass sie so schnell sind und so torgefährlich. Weil Jordi Alba auch 8 Tore, 17 Vorlagen. Also, das ist schon wirklich sehr, sehr stark. Und, deswegen, das Team ist klasse. Das ist nicht das Problem. Ihr kennt auch vielleicht noch das andere Team, das Ballo-Boom-Team. Und das werden wir heute ersetzen.
Ich habe jetzt El Shaarawy, den Inform und Kolarov Inform gerade auf der Transferliste. Die waren aber auch beide katastrophal. Belotti hat immer noch 89 Spiele, 87 Tore. Ich weiß nicht wie. Balotelli hat 122 Tore, 131 Spiele. Der ist auch noch in einem anderen Team, was ich in den Squad Battles benutze. Squad Battles sind auch lächerlich, weil da halt teilweise auch Momentum oder irgendwas ist. Aber Weekend League. Ich habe es mal auf Twitter gepostet. Und ich poste mal ein Bild hier rein, damit ihr wisst, dass ich nicht scheiße rede, ja. Ich habe 3:8 gehabt. Dann hatte ich eine 13:0 Serie. Ich hatte 16:8. Könnt ihr hier sehen, weil ich habe noch 16 Spiele verbleibend und 16 Siege. Ne? Wenn ihr rechnen könnt, ist das halt eben 16:8. Aber jetzt gucken wir einmal kurz nach. Und ich habe nur ein Team mit dem Ballo-Boom-Team gemacht, weil ich keinen Bock mehr auf Squad Battles hatte, weil ich da sowieso auf Elite 1 bin, nicht höher will und auch nicht höher komme. Ich bin nur noch auf Silber 1, das sagt euch einiges. Ich habe 16:13 jetzt. Und da denke ich mir, oder 16:13? Ich glaube ja, 16:13. So, ich habe jetzt einfach mal 5 Spiele in Folge verloren, wo ich vorher 13 gewonnen habe. Und da denke ich mir so, schreibt mal in die Kommentare, geht's, oder ich mache auch hier wieder eine Infokarte hin, geht's euch genauso? Weil ganz ehrlich, ich habe auf Twitter schon gepostet und ich habe auf Twitter auch gelesen, ich bin nicht der Einzige, dem es so geht, aber das kann doch nicht sein. So, das ist, ich weiß nicht, ob ich nur gegen Top 100 Gegner noch komme. Das ist ja beispielsweise bei Julius von FIFA Goals United oder so, bei denen ist es ja oft so. Aber ich bin, also keine Ahnung, ich verstehe das einfach nicht. Weil ich spiele nicht anders, ich spiele genauso wie vorher. Aber plötzlich verliere ich 5 Spiele und nicht knapp, sondern ich verliere die halt, ohne dass bei mir irgendwas gelingt. So normalerweise eine Passquote von, ich glaube, 90% oder so, weil ich halt wirklich viel Passspiel mache. Teilweise über 90% und in dem Spiel habe ich dann 70 oder so. Das kann ja nicht von irgend, also, keine Ahnung, hier ist Infokarte, aber schreibt doch eure Meinung mal in die Kommentare. Aber auf jeden Fall bin ich entschlossen, dieses Ballo-Boom-Team jetzt zu verkaufen, weil Ederson war anfangs krass, mittlerweile gefällt mir der auch null. Mangala und Laporte sind beide okay, aber dieses Team ist einfach zu instabil. Sanson habe ich anfangs geliebt, aber mittlerweile, der ist einfach so, der ist so unauffällig, der macht vorne nichts, der ist hinten nicht stabil genug. Lukas und El Shaarawy, die waren nach 70 Minuten immer schon im roten Fitnessbereich, absolut lächerlich. Ben Arfa ist eine Maschine, der bleibt auch in dem Team drin. Belotti hat, glaube ich, gefühlt seit 28 Spielen nicht mehr für mich getroffen, online schon gar nicht. Also keine Ahnung, der hat so nachgelassen in seiner Qualität, was ich sehr schade finde. Und ja, wie gesagt, einfach mal eure Meinung in die Kommentare ballern, da bin ich wirklich gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ich baue jetzt ein neues Team und auch das baue ich im 4-3-1-2, weil ich die Formation sehr geil finde. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es baue, das machen wir jetzt in diesem Video. Es wird jetzt ungecuttet mal sein, genauso wie ich es ursprünglich geplant hatte. Und es wird auf jeden Fall um Ben Arfa und Balotelli sein. Ich finde natürlich schade, dass Ben Arfa mittlerweile, okay, jetzt seit 2 Jahren, nicht mehr bei Nizza spielt, aber weil das wäre perfekt halt einfach. Aber nichtsdestotrotz kann man den gut einbauen. Weil der ist, guckt euch das an, ich meine, der hat immerhin 84 Torbeteiligung und 89 Spielen, ja, das ist als Zehner echt nicht schlecht, also wirklich sehr, sehr gut. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, wie ich es machen will, ich glaube aber, dass ich Ben Arfa nicht als Zehner spielen lasse, weil man braucht schnelle Außen- oder schnelle Mittelfeldspieler hier, deswegen habe ich dann Giuliano und Paulinho im anderen Team. Und dann immer ein 76, das müsste ausreichen, Balotelli dann vorne rein. Die Sache ist nur, ich bräuchte hier einen schnellen Linksverteidiger oder so, oder ich habe noch keine, wie ich das allgemein baue. Ich muss ja Balotelli verlinken und ihr wisst, ich baue sowieso einen Rollings-Wasted. Die Sache ist also, ich brauche Italiener. So, und ich will Belotti nicht nehmen, aber das ist so ziemlich der einzige italienische Stürmer, den ich geil finde. Deswegen weiß ich noch nicht wirklich, was ich da benutzen möchte. Ich könnte eine Legende benutzen, auch dafür hätte ich die Coins. Immobile. Ich brauche eigentlich einen schnellen daneben. So, Eder ist schnell, hat auch gute Werte, aber ist nicht ganz das, was ich haben will. Mal einen ZOM vielleicht mal hinstellen. Oh Gott. Mittelstürmer. Achso, nee, nicht Calcioa. Gucken wir nochmal nach hier. ZOM. Vasquez, ja, Vasquez ist zu langsam. Cicciretti ist, hatten wir ja gerade schon, der ist halt schnell, aber der ist halt nur 75er. Mittelstürmer, Del Piero. Jovinko wäre eigentlich eine Option. Ich weiß nicht, was Del Piero kostet. Ich denke mal, Del Piero wird zu teuer sein. Oh, knapp. Ganz knapp. Jovinko ist eigentlich keine schlechte Idee, auch wenn er halt jetzt mittlerweile recht langsam geworden ist, aber er hat halt diesen unglaublich niedrigen Körperschwerpunkt. Vielleicht probiere ich es mal mit dem. Ich weiß nicht, ob ich das geil finde. Ich muss sowieso erstmal gucken, wie ich das mache, weil wir brauchen jetzt einmal einen ZM noch aus Italien. Und ich kann nicht Verratti nehmen, aber Verratti kann ich zum Verlinken nehmen, das ist gut. Aber wen packe ich auf 10? Hätte Bonaventura Forster-Skills oder... Ja, okay, schnell ist er ja. Schnell ist er ja. Hätte der Forster-Skills, wäre das noch eine andere Geschichte. Kann ich da vielleicht Eder hinpacken? Oder ich packe da Jovinko hin. Und Eder in Sturm. Habe ich sogar im Fall. Ryan.
Weil wenn ich jetzt hier mit Verratti weiterbaue, der nur 65 Tempo hat, wie auch immer das funktioniert bei der Körpergröße. Dann ist halt das Problem, dass ich einen italienischen Verteidiger brauche. Weil ansonsten kommst du nicht weit, weil ich kann Ben Arfa nicht weiter verlinken. Und da gibt es ja keinen außer Ogbonna und ich glaube Ogbonna ist sogar non-rare. Das heißt, das würde dann rausfallen. Wenn er rare ist, er ist non-rare. Das heißt, es fällt raus. Ich bräuchte aber sowieso eher einen Strongling und das heißt, so geht es nicht. Es könnte funktionieren. Ich kann dich vielleicht Marquisio nehmen. Ich habe in dem anderen Team Ibra, ja, das funktioniert perfekt. Marquisio hat halt nicht die Workrates, die ich da eigentlich sehen würde, aber das könnte man ja theoretisch einstellen, weil der müsste ja hoch haben. Was hat Jovinko? Hoch-Mittel, das ist eigentlich gut. Balotelli gering gut, das kennt man ja. Ich wollte jetzt Matuidi da hinstellen, aber Matuidi kannst du ja da nicht hinstellen, weil der ja bei Juve spielt und dann hat Marquisio zu viele Links, Gonalon. Eigentlich als Abräumer ist Gonalon gar keine so schlechte Idee. Die Sache ist nur, wie mache ich das weiter? Dann könnte ich hier theoretisch De Rossi hinstellen, aber De Rossi ist zu langsam. Und De Rossi ist halt eigentlich der Abräumer, den ich hier bräuchte. Haben wir noch irgendwas schnelles Italienisches hier? Jack wäre eine Möglichkeit. Aber haben die einen guten... Milan hat da wieder keinen guten Rechtsverteidiger. Keinen schnellen zumindest. Also sie haben welche mit Abate. Warum aber der noch 85 hat? Und Conti ist ja auch gut. Conti ist aber rechter Mittelfeldspieler, okay. Nur die sind halt eben nicht schnell. Ricardo Rodriguez ist auch nicht schnell. Aber der ist offensiv stark. So. Wenn ich das so mache, dann könnten wir jetzt mit Franzosen auffüllen. Aber, wie? Können wir nicht, weil die Linkskacke sind. Okay, ich weiß nicht, ob das im 4-1-2-1-2-2 funktioniert. Schauen wir mal nach. Gut, dann kannst du Bonaventura vergessen. Also du kannst ihn trotzdem benutzen, aber du kannst ihn vergessen, was... Dann könnte ich hier Dani Alves benutzen, was perfekt ist. Oh, warum ist denn der auch so langsam geworden? Egal. Also auf jeden Fall offensive Qualitäten. So, die kommen alle noch auf Chemie. Das ist dementsprechend gut. Vielleicht tausche ich die beiden mal. Na, Bonaventura hat zwar keine Four-Star-Skills, aber ist halt defensiv nicht so stark wie Marquisio. Gut, Ben Arfa kannst du dann halt vergessen, aber das kannst du Giuliano auch. Jetzt brauche ich noch eine Innenverteidigung. So, aber wie mache ich das jetzt? Ich brauche zwei Franzosen. So. Ich brauche einen Franzosen mit einem guten Torwart vor allem. So, dann könnte ich hier Koscielny und Cech. 82 Hechten. Was ist denn mit Cech passiert? Ich verstehe diese Werte teilweise nicht. Da seht ihr mal, dass ich dieses Jahr noch nicht so viel Teambuilding gemacht habe. Beziehungsweise nicht so viel gutes Teambuilding. Ter Stegen ist nicht schlecht grundsätzlich. Aber auch nicht überragend. Und allgemein... Ich muss quasi so gehen. Ich muss es so machen. Weil sonst komme ich nicht auf die Spieler,
Die Sache ist nur, Laporte würde ich halt gerne nehmen, wenn er irgendwie einen wie den Marcos hätte. Hat er aber nicht. Dummerweise. Marcelo ist halt auch wieder, er ist halt offensiv stark, aber er ist halt auch wieder langsam und ich denke mal, er wird teuer sein. Allgemein ist Koscielny aber wahrscheinlich auch, na, Koscielny geht, wie teuer ist Cech? Geht auch noch, was ist Daniel Alves wert? Ist vollkommen okay, Marquisio. Ja, das geht auch. Ich würde hier halt Varane hinstellen dann, wisst ihr, aber Marcelo ist mir zu teuer eigentlich. Und ich weiß, dass ich ihn nie wieder verkaufen würde, weil ich den lieben würde. Ich will aber auch eigentlich nicht mit Navas arbeiten. Gut, Kolasinac ist auch nicht der schnellste, aber Kolasinac ist halt eine Maschine. Dann hier Navas. Wobei ich mir sicher bin, dass Navas mich enttäuschen würde. Auch wenn er gute Werte hat. Was kostet Navas? Ja, das ist okay. Komm, lass ihn nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich das so machen werde. Aber grundsätzlich finde ich das gut. Grundsätzlich könnte ich mir das vorstellen. Es wäre halt schön, wenn PSG einen gescheiten Linksverteidiger hätte. Aber dieses Jahr hat PSG halt leider Gottes nur noch Non-Rare-Verteidiger. Kosova ist Non-Rare und Juri leider auch. Und Juri ist halt allgemein nicht so gut, dass ich den da hinstellen könnte. Ich könnte einfach einen anderen ZM nehmen. Aber ich mag Ben Arfa. Und allgemein ist, glaube ich, die Liga immer, was LVs angeht, nicht ganz so ergiebig. Ich mag mich täuschen. Ich täusche mich. Fehlt hier. Huh. Nee. Dann könnte ich hier theoretisch De Marcos hinstellen. Und dann doch Cech benutzen, anstelle von Navas. Weil Navas ist halt einfach so klein. Oder ich benutze hier Bellerin. Bellerin ist halt nochmal eine Nummer krasser, weil er eine Nummer schneller ist. Müsste ja Ben Arfa rausnehmen und den müsste ich dann in irgendein anderes Team einbauen, weil sonst kriege ich Depression, weil ich liebe Ben Arfa. Ich glaube, so werde ich es mal versuchen. Schreibt mal Vorschläge in die Kommentare, was ihr euch so denken würdet, was hier gut passen würde. Bin ich mal gespannt. Ich muss mal gucken, in welches für ein Team ich jetzt Ben Arfa implementiere. Aber grundsätzlich war es das erstmal von diesem Video. Neues Team gebaut und über die Weekend League geraged. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich drüber freuen. Checkt die Links in der Beschreibung aus, wie gesagt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielleicht dann schon mit einem anders aussehenden Team oder sogar mit dem hier, was ich mal ausprobieren werde. Ich könnte es mir zumindest gut vorstellen. Wahrscheinlich werde ich das Team komplett abgeändert haben bis dahin. Und nur noch Varane wird übrig geblieben sein, weil ich weiß, dass ich Varane für immer behalten werde. Aber, naja. Wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.